Hi zusammen. Ich würde euch in diesem Video natürlich sehr gerne die Ziviluniform des Herzogtums Braunschweig aus der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen. Das Braunschweigische Landesmuseum wird demnächst aber umfassend saniert, sodass hier alles raus muss. Da wo sonst Ausstellungen zu sehen waren, sieht es jetzt so aus. Die Magazine werden unaufhaltsam geleert und auch die Ziviluniformen sind schon reisefertig verpackt. Nichtsdestotrotz findet ihr in unserem Datensatz Fotografien von 81 Uniformen bzw. Uniformbestandteilen. Dabei handelt es sich zum einen um Dienstuniformen, also Uniformen, die die Beamten während ihres alltäglichen Dienstes getragen haben, und zum anderen um Galauniformen, die Beamte des höheren und gehobenen Dienstes zu besonderen Anlässen am Hofe des Herzogs zu tragen hatten. Vielfach kann man tatsächlich diesen Uniformen nach ihren ehemaligen Trägern zuordnen, die allerdings keine Angst vor knalligen Farben haben durften. Oberbibliothekar Gustav Milchsack versuchte noch mit einem Protestschreiben gegen die neue Farbe seiner Hoftracht, einem schönen Fliederton, vorzugehen. Das hat allerdings nicht geholfen, sodass ihr auch dieses Outfit in unserem Datenset findet. Ja, aufgrund der Sanierung wird es in nächster Zeit schwierig oder schwieriger, die Ziviluniform im analogen Raum zu präsentieren, sodass wir uns umso mehr freuen, wenn ihr im Rahmen von Coding Da Vinci im virtuellen Raum was Cooles daraus macht.